Hallo liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Ihr habt eigentlich schon fast die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Und wir haben jetzt noch zwei letzte Adventskalendertürchen. Einmal von dem Brandnews Feel Good Adventskalender habe ich für euch und den von Nizeria Adventskalender. Und natürlich möchte ich euch das zeigen. Aber das soll nicht alles sein. Ich will euch noch so ein bisschen mal meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Adventskalendern an. Ja, aus den Brand New Feel Good Adventskalender haben wir hier diese extra breiten Kartoffelchips. Ja, kommen jetzt nicht so gut bei mir an. Ich habe mir mehr erhofft. Ich mag sie leider nicht. Finde sie nicht berauschend, muss ich sagen. Nee, die hauen mich echt nicht vom Hocker. Also, nee, bin nicht begeistert. Leider, leider. Dann als nächstes und letztes haben wir hier noch die PD Protect oder so heißen, die Intensivpflegecreme für trockene und empfindliche Haut. So, ne? Ich habe das ja zweimal, weil ich ja den Nizaria Adventskalender zweimal zugeschickt bekommen hatte. Und ja, es ist eine Creme, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ja, derzeitig habe ich sowas, brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber es ist ja nicht verkehrt, es zu haben, ne? Das muss man ja mal wieder sagen. Und ich würde sagen, dann schalte ich mal ganz kurz um und dann zeige ich euch mal so ein bisschen, ne, was ich so Schönes bekommen habe. Bis gleich. So, da bin ich zurück. Und ja, ich habe noch ein bisschen Weihnachtsgeschenke, die ich euch zeigen möchte. Einmal haben wir hier diesen kleinen Wichtel. Da war Weihnachtsgeld drin. Das ist super süß. Gefällt mir so gut. Von meinem Freund habe ich geschenkt bekommen zwei Kerzen. Einmal diese hier von Rossmann hier Rubinlicht, Evening Rain and Camellia. Das ist Birne, Grapefruit, Camellia, Mangolia, Musk, Iris und Amber. Und die hat halt drei, wenn ich doch, jetzt sieht man es, drei solche Dochter. Finde ich bisher ganz gut. Ich bin mal echt gespannt, wenn ich sie dann irgendwann anzünde. Und dann habe ich noch eine bekommen, die hat ein sehr schönes Glas. Ne? Das Glas, das kann man auf jeden Fall aufheben, das gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt hier Moonlight Blossom, nennt sich das. Also das wird dann wahrscheinlich irgendwelche... auf jeden Fall hier steht es auch unten drauf, ca. 40 Stunden Brennzeit, 240 Gramm. Riecht auch ganz leicht und angenehm, finde ich schön. Also das Glas an sich schon sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch zu guter Letzt ein Parfüm von ihm bekommen. Und zwar Wanderbild in Red. Eau de Parfum, 100 ml. Da ist halt dieser Schwarm. Mal zeigen. Ja, das sieht man doch, das sieht man sehr gut. Haben wir hier so einen wunderschönen Schwan. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hübsch aus und gefällt mir ganz gut. So. Das habe ich hier jetzt auch gleich so hier mir auf den Tisch gestellt. Wenn ich dann demnächst hier drüben das aufräume, ne, dann kommt das da alles so schön hin. Und, also ich zeige euch jetzt nicht alles. Ich habe jetzt ja auch einiges so ein bisschen zur Seite gelegt. Meine Mama, habe ich noch das hier bekommen, ein Jogurette-kleinen Bär, ne? Der steht hier auch noch rum. Ich mache mal kurz Pause, dann zeige ich euch die anderen Sachen hier noch. So weit, so viel ist es jetzt nicht, aber ich wollte jetzt nicht hier so querfeldein euch mich rüberbeugen. Da haben wir hier dann noch so ein Haarband, ne? Dass man halt, wenn man eine schöne Gesichtsmaske aufträgt, dass man dann sich die Haare zur Seite machen kann. Und ja, ich mag den Leo-Look total. Dann habe ich zwei Schaumbäder drin. Einmal das Schaumbad für Naschkatzen, Karamell und Kakaobutter, also von Dresdner Essenz.
Dann haben wir einmal Wolke 7, der Badeschaum für Wolkenschäfchen. Das finde ich auch so putzig. Dann haben wir einmal The Beauty Mask Company, und zwar eine Tuchmaske beruhigend und Entspannung. Und dann haben wir noch ein kleines Geschenkbuch mit den Dankeschön. Das gefällt mir auch ganz gut. Muss ich mal dann schauen, wo ich mir das dann hinstelle. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein wunderschönes Notizbuch. Ne? Da hat man dann karierte Blätter drin, und wir haben hier die Pfauenfedern, die Pfauen drauf. Ne? Das glitzert halt auch so ein bisschen und schimmert. Finde ich voll schön gestaltet. Das gefällt mir. Ja. Das eine muss ich euch noch zeigen. Moment. So, und zwar haben wir hier noch ein Duschbad, Duschgel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kannte das vorher noch nicht. Und zwar Waldbaden von CD. Ein Duschbad. Balance earned Glück. Birke und Linde, sanft aromatischer Duft, pH-neutral, 95% natürlichen Ursprung. Jo, ja. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und ich habe dran gerochen und ich fand, das roch ein bisschen ganz leicht zitrisch. Aber das kann natürlich auch immer so sein, dass der Duft hier so ein bisschen noch was anderes mit enthalten hat. Da steht jetzt hier mich nicht so dabei. Steht jetzt nur Birke und Linde halt, ne? Ja, aber ich finde, das riecht riecht das zitrisch. Könnte sein, dass da ein bisschen ja, hier steht es auch, Citric Acid. Also Zitronensäure ist tatsächlich enthalten. Deswegen, glaube ich, rieche ich das schon ein bisschen raus, dass da ein leicht zitrischer Duft dabei ist, ja. Aber ich finde das so toll mit diesem Waldbahn-Logo. Da ist dann halt noch so ein Hirsch. Ne? Nee, also es sieht aus wie ein Hirsch, aber das ist so ein Baum, ne? Wie ist voll toll gestaltet. Also gefällt mir richtig gut. Das waren so meine Sachen. Dann hat man noch was für die Familie. Ringschokolade und Spiele, 2 Stück, einmal Black Stories, tödliche Weihnachten heißt es, glaube ich. Vielleicht kennt das einer, ne? Diese Karten, wo man als Rateteam erraten muss, wie die Story dahinter ist. Ja, sowas halt. Also ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden, viel Naschzeug, viel Fressalien auch, und ja. Aber mir kommt es ja jetzt nicht auf die Geschenke an, sondern einfach auf das Zusammensein. Und ja, war sehr, auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Bin sehr froh drüber. Und jetzt gehen wir ja auf Silvester zu. Und da bin ich mal gespannt, ob das hier nicht ausartet. Man weiß ja immer nicht so mit den Böllern und Raketen, ne? Und ja, wer die nächsten Videos jetzt also nicht von mir schaut, den wünsche ich auf jeden Fall hiermit heute schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Viel Glück, viel Erfolg, alles Gute, viel Gesundheit, ne? Und dass es euch gut geht. Und dann sehen wir uns auch im neuen Jahr wieder. Natürlich keine Unboxings mehr. Die Plissin-Box kommt jetzt noch einmal. Und sonst habe ich jetzt erstmal keine Beauty-Boxen mehr. Brauche ich jetzt auch nicht, aber es geht halt einfach darum, dass man, dass ich dann vielleicht euch so ein bisschen anderen Überblick gebe, kompakter, ne? Nicht als Form eines Unboxings, sondern dass ich euch so versuche, Mitte des Monats immer zu zeigen, das ist aktuell in den Boxen enthalten, da und da gibt es Rabattcodes, ne? Und dass ich euch so einen Überblick darüber liefere. Klar, die Unboxings kann man sich auch angucken, wo ich aber sagen muss, manchmal muss es ja auch, will man es kompakt haben, dann will man einfach nur auf einen Blick sehen, was drin ist. Preis an, Rabattcode, fertig. Ne? Und die Unboxings dann praktisch noch als Zusatz, um dann zu sehen, ist denn so eine Box oder das Produkt was für mich am Ende. Das ist so meine Planung bisher. Und auch meine weitere Planung im neuen Jahr wird sein, dass ich dann bei Twitch live gehen werde. Wer das nicht kennt, twitch.tv. Das ist praktisch wie YouTube, bloß dass man keine Videos macht, sondern Streams. Also ich bin dann live
werde wahrscheinlich die Anfangszeit Computerspiele spielen. Vielleicht sowas wie Euro Truck Simulator oder ich habe so japanische Minigames, sowas halt, dass ich einfach in die Art erstmal was spiele und dann, wenn ich sehe, okay, da so habe ich eine gewisse Zuschauerzahl, würde ich dann natürlich auch so ein bisschen wieder ein bisschen mehr reden und Beauty machen und dann praktisch immer dann von diesen Livestreams auch Videos gleich machen. Also das, was dann, wenn so Beauty-Unboxings kommen würden in einen Livestream, würde ich davon ein Video machen und dann hier bei YouTube hochladen praktisch. Genau, so wäre jetzt meine derzeitige Planung. Sonst, wenn ich merke, okay, ich habe am Anfang noch nicht so viele Zuschauer, dann mache ich das auch getrennt noch voneinander, also Livestream extra und Unboxings oder nur Beauty-Video und sowas. Dann gesondert hier auf YouTube und dann bekommt ihr dasselbe wie bisher auch. Genau. Nur, dass ihr schon mal das gehört habt, was sind so meine Planungen. Sonst, ich versuche mich am 31. nochmal zu melden. Bloß manchmal habe ich so keinen roten Faden. Dann weiß ich immer nicht, was ich euch jetzt sagen soll. Ne? Und dann wird das so, ja, so. Aber es ist meine Art und Weise. So bin ich halt, ne? Ja, also, wer sonst hier regelmäßig auf dem Kanal ist, der wird auch morgen und übermorgen noch ein Video sehen. Einmal habe ich dann noch die Plissim Dezember Box und dann habe ich noch die zwei Glossy Boxen, die ich zeigen. Genau, das ist so, was ich geplant habe für den Kanal hier. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.